Am städtischen Klinikum Görlitz entsteht ein neues geriatrisches Zentrum. Mit dem Neubau am Standort der ehemaligen Kinderklinik sollen kürzere Wege und schnellere Abstimmungsmöglichkeiten für Klinikpersonal, Patienten und Angehörige geschaffen werden. Ministerpräsident Michael Kretschmer und Sozialministerin Petra Köpping überreichten dafür einen Förderbescheid des Freistaates von über 23 Millionen Euro. Voraussichtlich 7 Millionen Euro wird das Görlitzer Klinikum selbst stemmen. Im neuen geriatrischen Zentrum sollen die Physio- und Ergotherapie zwei Pflegestationen mit insgesamt 60 Betten sowie die Funktionsdiagnostik und der Arztdienst untergebracht werden. Die Geriatrie als Fachgebiet der Medizin kümmert sich um das Erkennen und Behandeln von akuten und chronischen Erkrankungen im höheren Lebensalter. Baubeginn des neuen Zentrums in Görlitz ist noch für Anfang dieses Jahres geplant. Ende 2026 soll es eröffnet werden.